Und dann haben wir jetzt noch einen Herrn hier, auf den freue ich mich sehr drauf. Ich habe nämlich im Zuge der Recherchen auch die ganze Geschichte, um die es jetzt auch geht, unter anderem angeschaut. Ich bin verschwunden drin. Also ich bin da gar nicht mehr weggekommen. Ich habe mich drin nicht verirrt, weil ich mich nicht ausgekannt habe, sondern weil ich mich quasi verlaufen habe in der Geschichte, weil sie wirklich schön ist. Das ist nämlich jetzt die Zeit reif, für die Zeit der Reife, wie es so schön heißt. Wir haben hier vor uns auch schon verköstigt worden, glaube ich. Einige haben es probiert. Super Käse da vor Ort. Und da gab es auch einen Alma Alp Blog. Ich glaube, Bloggen oder ein Blog kennt inzwischen auch jeder, oder? Das ist so, wie nennt man einen Blog? Also quasi Tagebuch schreiben mit Fotos und Videos oder was auch immer. Im Internet, und jeder kann das lesen, wer auf die Seite eben kommt. Und da gab es eben diesen Blog von der Alpe. Also da haben sie 10 Leute auf die Alpe quasi, und da hat jeder eine Woche lang mitgeschrieben, Fotos reingestellt, Videos reingestellt, und das war ein Riesending. Das ist sicher einer der bekanntesten Blogs überhaupt hier aus dem Ländle, und es ist hier auch aus dem Ländle hier bei uns der Thomas Nussbaumer, Marketingleiter der Privatkäserei Rupp, oder eben inzwischen, oder nicht inzwischen, sondern es geht heute auch um diesen Alma-Blog, aber das können Sie besser vorstellen. Hier ist er nämlich, der Thomas Nussbaumer. Also, schönen Abend alle miteinander. Also mir ist ein bisschen die Luft weggeblieben, wie der Christian Barth da aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und das ist eine Situation, in der wir uns als mittelständisches Unternehmen oft eigentlich befunden haben, wenn es um dieses Thema geht, dass es ein nahezu unüberschaubares Terrain ist, die Dinge sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit entwickeln und man als Marketingverantwortlicher vor der Situation, man hat schon ein Gefühl, da spielt sich was ab, nur wo findet man den richtigen, den passenden Schuh oder das richtige Thema im Web, nicht nur im 2.0, sondern im Web generell präsent zu sein und aktiv zu werden. Ich muss jetzt, bevor ich hier einsteige, zu diesem Thema generell an das Publikum eine Frage stellen. Also ich nehme mal an, dass alle hier in Vorarlberg oder alle Anwesenden hier Rupp und Alma kennen. Die zweite Frage, die ich da stellen muss: Weiß auch jeder, was Rupp und speziell Alma, was die herstellen? Also wofür, was Ihnen da als erstes einfällt dazu? Freiwillige vor, also bitte ein bisschen weniger Begeisterung. Muss nur einer antworten, das reicht mir. Ja, sehr gut. Also ich meine, es geht um Egg. Meistens, muss man sagen, dann verkürze ich das, weil ich muss auch mit der Zeit da fertig werden. Die meisten verbinden sozusagen mit Rupp und Alma das klassische Eckerl, verbinden damit irgendwie Toastscheiben, und das, was man so unter Schmelzkäse versteht. Ein paar wissen dann noch, dass wir auch Naturkäse verkaufen, aber die wenigsten oder sehr wenige wissen, dass Alma und Rupp der größte, stärkste Vermarkter von Vorarlberger Bergkäse in Österreich ist, und das war für uns eine besondere Herausforderung, schon seit Jahren das auch stärker den Konsumenten näher zu bringen. Ich muss jetzt, bevor ich da auf das Thema gehe, ich hoffe, man sieht das alles da, wunderbar, muss ich kurz natürlich etwas über die Firma sagen. So, jetzt funktioniert es. Ein paar Eckdaten kann ich Ihnen nicht ersparen, für die, die jetzt die Firma nicht so gut kennen. Also Rupp ist ein Familienunternehmen, gegründet 1908. durch Josef Rupp I., der Josef III., der führte die Geschäfte. Mitarbeiter haben wir ca. 350 mit wachsender Tendenz. Umsatz machen wir so um die 105 Millionen Euro. Und wenn man das in Käse umrechnet, sind das ca. 30.000 Tonnen, die wir da bewegen. Rupp ist schon seit Jahrzehnten, muss man sagen, ein sehr exportorientiertes Unternehmen. Also wir exportieren über 75% unserer Produkte. Also exportieren wir in über 70 Länder dieser Welt. Was wir hier auch sehen, das ist unser Standort, den wir 2008 bezogen haben in Hörbrands. Wir sind ein bisschen in die nächste Gemeinde gerutscht, haben hier ein modernes Werk hingestellt. Und was wir hier auch sehen, ist der Käsekeller in Lingenau, wo wir mit Rupp und Alma sozusagen die Hauptbeteiligungen hier halten. Also eine Reifungslage in Lingenau. Was macht Rupp? Also wenn man sich das hier anschaut, da gibt es zwei Bereiche.
stark im Export sind wir in dem sogenannten Business-to-Business-Bereich. Also da machen wir zum Beispiel Füllungen für die weiterarbeitende Industrie, Cordon Bleu-Füllungen etc. Das ist ein sehr wachsendes Segment, wo wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber auch der sogenannte Private-Label-Bereich. Also wir produzieren Ecken, Scheiben für andere Hersteller, aber auch für andere Handelsunternehmen. Und das ist sicherlich der Hauptteil unseres Exports. Was wir hier sehen, ist der sogenannte, die klassischen Consumer-Produkte, also die der Konsument auch kaufen im Regal. Hier sehen Sie auch unsere Marken, also da sehen Sie die RUB-Marken zum Beispiel, Enzian, verschiedene andere Produkte. Hier die Marken der Alma, Alma Ram, Alma Bekannt, Bekannte und auch einige Naturkäse-Marken, die hier nur klein abgebildet sind, aber es soll ja nur mal einen Überblick geben. Wie wir uns die Alma, wie wir die Alma gekauft haben, war es jetzt klar, wir mussten uns was überlegen. Was Sie hier sehen, ist sozusagen die Zusammenfassung eines einjährigen Prozesses, in dem wir gesagt haben, wir wollen die Marke Alma jetzt nicht kaufen, damit wir einen Konkurrent loswerden, sondern wir haben sie deshalb gekauft, oder die Familie Rupp hat sie deshalb gekauft, weil wir sie weiterführen wollen. Und kurz gefasst werden die Marken in den nächsten 5 bis 10 Jahren folgendermaßen aufgestellt, dass wir Alma als echte und traditionelle Marke verankern werden und die Marke Rupp in Zukunft als die innovative Marke, also die innovativste Marke Österreichs für Zubereitungen aus Käse sein wird. Das hört sich verhältnismäßig trocken an und Sie werden sicher viele solche Charts schon gesehen haben. Produkte haben manche von Ihnen schon probiert heute. Also Sie haben heute ein Alma-Produkt, ein neues probiert, diese Käseröllchen, Bergkäseröllchen. Wir beschreiben das als die zarteste Art, Vorarlberger Bergkäse zu genießen. Ein traditionelles Produkt, auf neue Weise verpackt. Und auch ein neues Produkt haben manche von Ihnen auch unter Umständen probiert, nämlich die knusprigste Art, Vorarlberger Bergkäse zu genießen. Das ist nämlich der Rupp Knusperbergkäse. Diese kleinen knusprigen Taler, die aus 80% Bergkäse hergestellt sind. Also wir sind da schon beim Thema, wir machen andere Dinge auch noch, aber wir kommen aufs Thema. Und die kleinen Käsewürfel, falls Sie welche ergattert haben, um die geht es heute, nämlich um den Vorarlberger Altkäse. Und das ist eben die große Herausforderung, die wir hier haben. Und da hat auch alles mit einer Frage eigentlich, oder ich kann es auf eine Frage konzentrieren, hat das angefangen. Wie wir die Alma übernommen haben, haben wir nicht nur die Marke übernommen, sondern wir haben auch sehr viele Vorarlberger Lieferanten übernommen. Und zwar nicht irgendwelche Lieferanten, sondern ganz spezielle Lieferanten. Das sind die Lieferanten, die den Vorarlberger Altkäse machen. Und interessant war, was uns eigentlich überrascht hat, wenn wir Leute gefragt haben, also selbst Vorarlberger gefragt haben, was schätzt ihr, wie viel Vorarlberger Alpen gibt es, bewirtschaftete Alpen gibt es in Vorarlberg? Da sind unterschiedliche Antworten gekommen, meistens viel zu wenig. Und wenn wir dann noch gefragt haben, ja, was glaubt ihr, auf wie viel solcher Alpen wird überhaupt Altkäse hergestellt? Jeder Vorarlberger kennt Altkäse, das ist ein Grundnahrungsmittel oder auch Bergkäse. Aber die wenigsten konnten uns hier sagen, wie viel das sind. Jeder kennt so seine 1, 2, 3 Alpen, die auch im Sommer bewandert. Aber da mussten wir selbst im Heimatland des Vorarlberger Altkäses feststellen, dass sehr viele das nicht wissen. Und wir haben im ersten Jahr haben wir Folgendes gemacht, wir haben das einmal dokumentiert, wir haben ein schönes Altbuch herausgebracht in einer limitierten Auflage, haben das auch präsentiert, haben das all unseren Kunden gegeben und haben gesagt, okay, was können wir im nächsten Jahr machen, damit wir das auch glaubwürdig, authentisch und den Leuten auch irgendwie vermitteln können. Und haben dann diesen Schritt eben gesetzt, der da ins Rollen gekommen ist, auch noch durch eine Idee einer PR-Agentur in Wien, die das auch ein bisschen anders gesehen hat, die gesagt hat, wieso macht ihr nicht eigentlich einen Alma-Altblock? Und gesagt, ja, das ist eigentlich eine Geschichte, wir wollten da immer schon was tun, wäre eine gute Idee. Und so ist das entstanden, diese Idee mit den 10 Bloggern, den 10 Sendern und den 10 Alpen. Wir sind da verhältnismäßig blauäugig, aber sehr engagiert eigentlich an die Sache herangegangen und haben gesagt, okay, was wollen wir da eigentlich erreichen, worum geht es da, und was reden wir da, wenn es um den Vorarlberger Altkäse geht. Da muss ich sagen, wir sind, das habe ich Ihnen schon erzählt, wir sind der bedeutendste Vermarkter, das wissen nur sehr wenige. Interessant ist der Altkäse, das wissen wahrscheinlich einige hier, der wird nur in einer bestimmten Zeit hergestellt, und zwar während 100 Tagen, während der Sommermonate. Nämlich in dieser Zeit werden fast 40.000, also 38.000 Kühe auf die Alpen getrieben, wo sie sozusagen
Urlaub machen und nur Heu, also frisches Gras fressen. Und in den niederen Lagen wird dann das Heu eingebracht für die Winterfütterung. Und was interessant ist, oder das Besondere daran ist, dass der Käse auf über 135 solcher Alpen genau am Tag und am Ort, wo die Alpen sind, hergestellt wird. Aus unbehandelter Rohmilch. Und was für Vorarlberg recht wichtig ist, das ist das größte Heumilchgebiet aus Heumilch. So entsteht der besondere Vorarlberger Alpkäse. So, wie können wir diese Markenwerte, also das ist ein traditionelles, ein echtes Produkt, glaubwürdig und authentisch vermitteln? Das war sozusagen unsere Idee. Wie können wir das irgendwie rüberbringen, dass uns das jemand abkauft und nicht einfach einen Fernsehspot schalten, wo wir uns in der gleichen Gesellschaft befinden wie mit der lila Kuh und anderen, die dieses Klischee halt irgendwie schon so stark bedienen. Da ist die Idee mit dem Alma Altblock entstanden und wir haben gesagt, probieren wir das einfach einmal aus, machen wir das Experiment. Der Josef Ruck, der war da auch irgendwie dafür, der hat gesagt, okay, ihr könnt mir zwar wahrscheinlich nicht sagen, ob da sofort was zurückkommt und ob wir mehr Altkäse verkaufen, aber wegen dem machen wir es nicht, wir probieren das jetzt aus und machen dieses Projekt. Was haben wir gemacht? Wir haben 10 Blogger gesucht, diese berichten während dieser Sommerzeit jeder eine Woche von 10 verschiedenen Almeralpen im Bregenzer Wald und führen da so ein Blog-Tagebuch. Die Idee war, so ein erstes mediales Interesse zu generieren, indem wir so ein Casting ausgerufen haben, wie das ja auch modern ist, ein sogenanntes Casting, und haben da eine Kooperation mit dem ORF gemacht, indem wir auf ORF1 hier einen Spot geschalten haben, in dem das eben ausgelobt wurde. Jeder Blogger bekam ein recht interessantes Taschengeld von 1000 Euro und konnte eine Woche praktisch dort von den Alpen berichten. Damit waren wir eigentlich der Meinung, dass wir den coolsten Sommerjob des Monats da vergeben. Es haben sich auch einige gemeldet drauf und haben auch, wenn man sowas macht, schon bestimmte Ziele auch definiert. Die Ziele waren sozusagen nach innen und nach außen. Uns ist es wichtig gewesen, auch diese Gemeinschaft hier in Vorarlberg, also diese Sender und auch die ehemaligen Alma-Genossenschaften zu überzeugen und auch ins Boot zu holen, dass wir sagen, wir machen was mit eurer Marke. Also wir stampfen die Alma nicht ein und sagen so, jetzt haben wir einen lästigen Konkurrenten weg, sondern uns liegt sehr viel dran und wir wollten nach innen das auch transportieren durch ein neues Medium und auch die Leute mit involvieren. Also modernes neudeutsches Wort, die Stakeholder, die waren in dem Fall der Bauer und die Konsumenten. Wichtig war auch, das möglichst authentisch zu vermitteln, also nicht irgendwie, dass wir da ein Drehbuch führen, sondern die hatten da freie Hand und konnten ihre Sicht der Dinge hier auf den Alpen wiedergeben. Es war auch für uns das erste Mal, dass wir einen Webauftritt wirklich als Marketing-Tool verwendet haben. Ich meine, wir sind schon mit Websites vertreten, aber das ist natürlich, wie das viele Unternehmen haben, eine bessere Visitenkarte, aber so, dass wir einen Weg gesucht haben, hier interaktiv zu werden, und einen Schritt hinaus zu machen, war das eigentlich zum ersten Mal. Und deshalb haben wir es auch gemacht, wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht einmal einen ersten Schritt setzen, dann werden wir immer diejenigen sein, die mit großem Mund da sitzen, wenn Menschen wie der Herr Christian Barth dann sehr eloquent und mit sehr viel Erfahrung berichten, was man alles bewegen kann. Aber man muss sich selber damit engagieren, also man muss selber ins Facebook gehen und das sollte man nicht erst machen, wenn die 10-jährigen Söhne, wenn sie draufkommen, dass die drin sind und sie noch hoffen können, dass sie vielleicht 2 Jahre dann als Freund akzeptiert sind, bevor sie von der Friendlist dann kicken. Ist übrigens auch eine gute Erfahrung, dass sie ein bisschen was über ihren Sohn kennenlernen dann. Was aber das Entscheidende war, dass auf diese Weise, es ist uns natürlich um die Marke Alma gegangen, aber eigentlich in erster Linie um das Thema Altwirtschaft und das Thema Vorarlberger Altkäse. Und es ist uns darum gegangen, diese Spitzenleistung, weil es ist eine Spitzenleistung, den Altkäse herzustellen, den authentisch zu vermitteln und erlebbar zu machen. Die Bewerbung, also wir haben mit dem ORF eine Kooperation gemacht, die haben einen kleinen Spot da gedreht, wo wir möglichst viele dieser Markenkerne da unterbringen wollten. Der wurde geschalten, der hat auch so ausgeschaut, kleiner netter Spot.
Du willst ganz nach oben? Du willst endlich einmal in frischer Bergluft bloggen? Dann bewirb dich für den coolsten Sommerjob des Jahres. Gewinn eine Woche auf einer Sellout im Bregenzerwald und berichte in einem Blog über deine Erlebnisse. Verpflegung und 1000 Euro Taschengeld inklusive. Bewirb dich unter insider.orf.at. Der Alma als Blogger, präsentiert von Alma. Alma geht's! Geht sie vom Sender, also ist das Logo. Sie sehen, die Technik ist manchmal nicht so gut. Die Qualität, kann ich Ihnen versichern, war im ORF besser, wie Sie es hier sehen. Aber das war jetzt auch nicht so unser Anspruch. Also die anderen Videos, die Sie dann sehen, sind teilweise auch ein bisschen wilder noch. Aber gut, wir haben das waren so ca. 30 Spots, die da geschalten wurden. Wir haben ein recht gutes Echo auch drauf gehabt. Es haben sich, hier sehen Sie einen Teil der Bewerber, die an der TU in Wien dann bei dem sogenannten Casting eben ausgewählt wurden. Dass schon beim Casting eigentlich ein recht hoher kreativer Input da war, das hat einer der Bewerber bewiesen, der dann auch das Ticket sozusagen bekommen hat, der sich hier in einem Graffiti dem Thema genähert hat. Also letztendlich sind dann 10 ausgewählt worden. Das war sehr bunt gemischt, also 6 Männer, 4 Frauen. Es waren sozusagen von der Shiatsu-Masseurin bis zu Lena Hoschek. Also wir haben auch 2 Gesetzte gehabt, muss ich verraten. Also das war die Lena Hoschek, eine Modedesignerin, die wir deshalb ausgewählt haben, weil sie auf eine witzige Art eigentlich traditionelle Themen verarbeitet in ihrer Mode, sprich Tracht und Dirndl. Und dann auch noch den Christian Schwab, der ist jetzt sozusagen vom Gesicht her nicht so bekannt, aber die Stimme werden Sie nachher sicher kennen, der zu den Ö3 Comedy-Hirten zählt und mit seiner Kunstfigur, dem Sepp Schnorcher, in der Früh auch ein bisschen in diesem Themenbereich da drinnen war. Gut, was wir auch noch gemacht haben, weil wir können leider nicht anders, wir müssen immer, wenn es um dieses Thema geht, natürlich den Leuten auch das Produkt irgendwie näher bringen und haben zum Kickoff sozusagen dieses Alma Altblocks, um auch die Offline-Medien damit einzubeziehen, eine große Runde in Wien gestartet durch alle Medien, Behörden, Ministerien, sogar bis zum Kardinal Schönborn sind die Mädchen gegangen und zwar mit Reschen Semmeln, in die natürlich einmal Altkäse mit drinnen war und sie damit auf den Blog aufmerksam gemacht wurden und auch sich selber sozusagen ein Bild machen könnten oder ein Geschmacksbild machen konnten, wie der einmal Altkäse auch schmeckt. Das sind insgesamt, damit ich nochmal schaue, fast 2.500 Semmeln sind auf diese Weise verteilt worden. Hier sehen Sie sozusagen das Portal des Alma Altblocks. Wir haben das verhältnismäßig unspektakulär gemacht. Also wir haben zu unserer Alma-Seite einen Splitscreen gemacht, wo man auswählen konnte, auf den Blog zu kommen und auf unsere normale Alma-Seite. Und das Zweite war, dass wir halt dort natürlich auch einen Pressecorner eingerichtet haben für Leute, die da mehr darüber wissen wollen. Ich kann jetzt nicht, oder traue mich natürlich da nicht, eine Online-Präsentation zu machen, das wäre auch zu viel, aber ich konnte es mir doch nicht verkneifen, ein paar Videos hier rauszupicken, die jetzt zwar thematisch nicht zusammenhängen, aber doch ein bisschen hoffentlich Appetit machen, da sich selber ein Bild zu machen, um mehr zu sehen. Danach werde ich Ihnen auch noch verraten, was dabei so rausgekommen ist. Also das erste, hier sehen wir, Geistdobel ist eine Alp, eine ganz besondere Alp, weil das war die einzige sozusagen, die ohne Strom eigentlich ist, also da wird der Generator angeworfen. Und was Sie hier sehen, so im Eck noch, da wird gleich das Panorama erklären,
ist sozusagen das Plumpsklo. Das ist der einzige, was Plumpsklo war. Und wir haben irgendwie geschaut, dass wir möglichst die Leute irgendwie gut auswählen und auch die richtigen Elbler und Blogger zusammenbringen. Das hat zum Glück überall gut funktioniert. Es ist keiner abgereist, es ist keiner zum Teufel geschickt worden, sondern es sind im Gegenteil eigentlich sogar tolle Freundschaften entstanden. Und hier wird ein Sender erklärt, hier das Bergpanorama. Das ist jetzt ein Rundblick von der Gastablei Hütten weg. Das erste, was man da sieht, ist Hele Köpfle, da ganz her. Und dann geht das weiter, ganz hinten ist Mittagsspitze der Müllsaal. Und dann kommt Kannesflur und von der Kannesflur runter, da im Loch drin, da wäre Faschina und dann kommt der Zafer Horn. Und hinter der Zafer kommt Herrn, der irgendwo hinter der Zafer ist das Großwaldertal, da kommt der nächste Blocker hin. Und dann fahren wir weiter da. Ganz vorne ist der Hirschberg mit der größten Ziegenalpe Wölfleiskunden von Vorarlberg. Und dann geht es weiter, das nächste ist der Diedamskopf. Dann kommt da gleich hinter der Seilbahnstütze ist der Siehenspitze. Das ist ein ganzer gerader Fels bei uns. Und dann ganz hinten ist der Falzerkopf und ganz hinten jetzt kommt der Hoisen. Und dann kommt noch das Gottesackerplateau und dahinter ist wieder das Kleinwalsertal und Salgel. Und das ist unser Berg, der Klettergarten von der Dichtauer Bergrichtung. Okay, danke. Gut, also die konnten so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Man musste sie sogar ermutigen dazu. Also sie haben immer, sobald die Kamera gelaufen ist, war das nicht so einfach. Das nächste ist, also die Musik, die sie zuerst gehabt haben, es war ein Musiker auch dabei, der Thomas. Den muss man am Anfang ein bisschen anschupfen, dass man gesagt hat, er soll einfach was online stellen, ist dann immer mutiger geworden und hat letztendlich dann auch die Sendküche irgendwann einmal zweckentfremdet. Aber er war dann einer derjenigen, der sehr viel Content irgendwie dann geliefert hat. Aber er hatte auch die undankbare Aufgabe, dass er die zweite Alpe besetzt hat. Und der Vorgänger von ihm, der ist mit professionellem Equipment praktisch angerauscht irgendwie und hat geschnitten und so weiter. Da war leicht, hat er eine Filmhemmung gehabt am Anfang. Aber nichtsdestotrotz, er hat sehr gute Berichte ins Tal geliefert. Dazwischen, das ist, man muss dazu sagen, ich stelle dann nachher das Team auch vor, das noch dran war, dazwischen mussten die Alpen auch betreut werden, die Leute raufgefahren werden, das ist nicht immer einfach, also zum Beispiel auf die Alpe Geisthobe, das geht nur mit Materialseilbahn und da ist auch dazwischen ein Funkloch, also da sollte man vorher sich abmelden, bevor man rauffahrt, damit man dann nach 2 Stunden die Rettung dann auch holen kann, falls man stecken bleibt. Aber wir hatten da sozusagen den Werner Sommer, der auch hier die Alpen abgefahren wird und der dazwischen einmal seinen Bericht gegeben hat. Wunderschönen guten Morgen, Alpe Ober-Überlot. Heute ist der 31. August. Es ist 7:15 Uhr. Temperatur 1,5 Grad plus. Allgemeine Wetterlage.
Ja, es hat Schnee. Und der Blitzleger? Es hat viel Schnee. Es hat wirklich viel Schnee. Man sieht fast nichts. Aber wie man an der Fußspur erkennen kann, das Leben auf der Alp ist nicht nur Sonne, sondern es sind alle am Werk. Ich glaube, der Frank und der Günther sind im Stall. Es muss auch geschafft werden, wenn das Wetter nicht so optimal ist. Ich melde mich dann wieder, wenn ich die Schmelger von der Nachbarhütte überredet habe, dass sie die erste Schneemann an der Alpsaison bauen. Gut, aber damit man auch einen Einblick einmal, damit man nicht nur von solchen Dingen, sondern einen Einblick auch in die Zen-Kunst, also kann ich Ihnen versichern, jeder dieser Blogger hat ausführlich alle Aspekte sozusagen der Alpkäseherstellung dokumentiert, auf verschiedenste Weise, und unsere Befürchtung, dass das irgendwann langweilig werden könnte, die hat sich überhaupt nicht bestätigt, sondern es war dann sogar so, dass die Senner im Tal mit hohem Interesse sozusagen diese Videos angeschaut haben und auch danach mit hohem Interesse die Videos angeschaut haben, weil sie zum ersten Mal sehen wollten, wie macht denn das der andere auf Geistobel und welche Ausrüstung hat er in der Sennküche. Aber da sehen wir jetzt, da sind wir wieder auf der Alp, die wir vorher haben, und da ist ein Besuch abgestattet worden eben von dem Sepp Schnorcher. Der Sepp und der Käsefisch. Geht's gut in Österreich, geht's gut bei Nacht. Jo, heute bin ich der Schnorcher Sepp da dabei, direkt in der Sennerei. Und ich hab ein Recki für euch. Ihr wisst es kaum glauben, aber da, hier in diesem großen flüssigen Käsebottich, hat sich ein Fisch versteckt. Jo, was macht eigentlich ein Fisch auf der Alp? Wir werden's gleich rausfinden. Aber da ist tatsächlich ein Fisch drinnen und der Sender Günther wird den jetzt auserfischen. So, da bin ich mal gespannt, ob da jetzt ein Forellen, ein Wölz oder sonst was rauskommt. Ja, ich sehe schon was da drin, glaube ich. Halt. So. Ja. Auf jeden Fall ist der Fisch ziemlich gelb, kann man sagen. Er wird rausgezogen. Na ja. Sie sind nicht einmal so groß wie ein Goldfisch, möchte man sagen. Günther, was ist das? Man nennt es Fisch, aber es schaut nicht aus wie ein Fisch. Es hat keine Flossen und gar nichts. Das ist der letzte Rest vom Käse, was übrig ist, und der soll möglichst klein sein. Das darf man seitdem wieder einen Käse fahren. Und man nennt es deshalb Fisch, weil er wahrscheinlich den letzten Rest auserfischt. Richtig. Okay, dann würde man sagen, der kommt jetzt zum Käse einfach dazu. Und ich finde, das war recht eine liebe Geschichte, die ganze Sache. Und wir dort schon heute Bauernregel. Besser der Fisch zum Käse, als der Käse ist für die Fisch. So. Eine mit dem Fisch. Und damit für Tod, da von der Sennerei, ihr wart live dabei und für Tod verhandelt. Also, Sepp Schnorcher, manche kennen ihn vom Radio, der hat die vorletzte Woche da auf der Alpe verbracht und hat da die eine oder andere kabarettistische Einlage dann auch noch gebracht. Was hat es gebracht? Das ist eine Frage, die wir natürlich uns vorher überlegt haben, was soll es uns bringen, aber letztendlich, wenn wir es unter diesen Aspekten gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich immer noch dran und hätten überlegt, zahlt sich das irgendwie aus? Ist das sozusagen im Marketingplan unterzubringen. Aber wir können sagen, dass rein jetzt contentmäßig haben wir über 267 Artikel auf diesen Blog gestellt, über 840 Bilder. Es sind über 220 Videos gemacht worden, die alle auf YouTube gestellt wurden. Tweets, die wurden von uns generiert, aber das war sicher eine Plattform, die sich nicht so bewährt hat in dem Zusammenhang, die Twitter-Plattform. Präsent waren wir auf den Plattformen in unserem Blog, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube, haben Bilder im Flickr auch gehabt und sozusagen die Geodaten über Google Earth eingespielt. Zu Facebook müssen wir sagen, das haben wir. Wir haben zuerst schon ein paar so kleine Seiten, so Fanseiten eingerichtet für Produkte. Das war mehr oder weniger erfolgreich. Und haben, bevor der Blog überhaupt losgegangen ist, auf Facebook eine Plattform, ganz einfach gestrickte Plattform installiert,
und um dann möglichst einen Vorlauf schon zu haben und eine kleine Community hier, eine Fan-Community zu gründen. Eine Sache, wo man natürlich sagen muss, wo man gesagt hat, okay, damit es nicht völlig irgendwie nur Geld kostet, schauen wir, dass wir das als Aufhänger auch verwenden, um entsprechende Offline-PR zu generieren. Und haben hier, wenn man sich das anschaut, in den Medien Neue, hauptsächlich in Vorarlberg, aber über Vorarlberg hinaus, auch in den nationalen Medien, Kurier, Krone, Puls 4, die haben ein eigenes Team auch hergeschickt auf eine Alp, und Radio Energy, mit denen haben wir auch eine Kooperation gemacht, die sozusagen eine Woche auf der Alpe Wurzach diesen Blog begleitet haben. Weitere Berichte, also die Medien, die kennen Sie alle, News, Standard, kleine Zeitung etc. Wie schaut es aus mit der Nutzung? Also wir haben auf dem Videokanal, wir haben einen eigenen Videokanal eingerichtet auf YouTube, hatten wir über 23.000 Video und über 2.200 Kanalaufrufe. Seitenaufrufe bei unserem Alma Alt-Blog waren 64.000 und 27.000 Besucher, Besucherinnen. Kommentiert worden ist das auch, der Blog, also je nachdem, welcher Blog auch oben war, mehr oder weniger. Da haben wir 870 Kommentare drauf gehabt und stehen jetzt bei über 600 Fans auf unserer Facebook-Seite. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben das schwer einschätzen können, ist das jetzt wahnsinnig gut. Wir haben sehr viel positives Echo bekommen. Also die eine Gruppe, die Interessensgruppe bei den Eltern, da hatten wir am Anfang, muss ich ehrlich sagen, Bauchweh, weil wie wir die eingeladen haben, die Alpen, die in Frage kommen, haben wir gedacht, okay, wissen die alle, was Blog ist. Das wurde aber von allen Alpen eigentlich als positiv gesehen. Die hatten ein bisschen Bedenken, wie wird das ablaufen, wenn sie da seinen Blogger dann oben haben, was passiert da genau. Das war kein Problem, hat gut funktioniert. Und das Zweite, dass wir, was die Rechnung ist sicher aufgegangen, dass wir über PR und Berichterstattung einfach hier ein sehr positives und authentisches Echo erreichen konnten zum Thema Vorarlberger Altwirtschaft, zum Thema Alma und damit eigentlich für uns die Kommunikationsziele erreicht waren. Man kann grob, das ist sicherlich kein sehr genaues Instrument, aber jetzt so Daumen mal Pi, wenn wir hergehen, wir circa schätzen wir über die klassischen Medien in etwa so eine Reichweite von 7 Millionen gehabt. Und wenn wir das jetzt umlegen müssten, sozusagen in Schaltungen oder Editorials, hätte das in etwa einen Werbewert von 170.000 Euro entsprochen. Was man dazu sagen muss von der Ressource, ist vielleicht auch noch interessant. Also wir sind bei RUP und bei Alma ein kleines Team. Kleines Team im Marketing bedeutet, dass bis Anfang Jahr eigentlich die Marketingabteilung aus meiner Person, also ich muss da mich ins Treffen führen, irgendwie, da gibt es sonst niemand anderen, geführt wird und jetzt sozusagen auch, indem wir wissen, wo die Marken hingehen, ein zweiter Brandmanager sich ausschließlich um die Marke RUP in Zukunft irgendwie kümmern wird und damit auch das von zwei Köpfen getragen wird. Aber jetzt rein für das Blog-Team waren das eigentlich ein erweiterter Kreis von vier Leuten. Also es hat eine PR-Agentur in Wien gegeben, die uns da betreut hat. Der Daniel Marte ist unser Mann sozusagen, wenn es um das Thema Naturkäse geht. Der Benjamin Gräber, den Sie hier in Kampfsägen-Motur irgendwie sehen, der Weltmeister ist auch in der Kettensäge, der ist der Käseeinkäufer, der kennt alle Alpen und die Senner und hat auch diesen Kontakt gepflegt. Hier sehen Sie den Leihspieler, den Werner Sommer, seines Zeichens Pressesprecher der TU in Wien, ein Profi sozusagen in seinem Fach, der früher mal bei RUP gearbeitet hat und das die günstige Fügung so war, dass er im Sommer hier 3 Monate eine Auszeit genommen hat und sehr gerne für uns den Alma Alt-Blog damit betreut hat. Und ich habe versucht sozusagen als Zirkusdirektor hier diese verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen und ein wenig zu steuern und muss ganz ehrlich sagen, nachher, da sehen Sie jetzt die ganzen Elbler, die da mitgemacht haben, die auch immer mit den Familien meistens auf den Alpen sind. Es waren für uns sehr viele Unbekannte, also wir wussten nicht, wird das so funktionieren, werden die auch irgendwie ordentlichen Inhalt darauf stellen, ohne dass wir da einschreiten müssen. Und wir mussten eigentlich kein einziges Mal hier einschreiten, indem wir was runternehmen mussten oder was
was korrigieren mussten. Die haben sowohl von den ganzen Standards, die natürlich sehr wichtig sind, die Hygienestandards, hat das alles funktioniert. Und es waren auch keine Bilder irgendwie drauf, die uns oder unserer Qualitätssicherung Schweißperlen auf die Stirne treiben würden. Das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Und muss auch sagen, es hat gut geklappt, weil nichts passiert ist und alle auch wieder heil runtergekommen sind, was auch nicht selbstverständlich ist. Letztendlich, was haben wir daraus gelernt? Also wir haben das als Experiment eigentlich auch gemacht und das ist das, wie mich der Sergej hier gefragt hat, wollt ihr nicht darüber sprechen? Dann sage ich, du, wir sind keine Web 2.0-Spezialisten. Also wir haben das Gefühl, dass wir jetzt noch weniger sind wie vorher. Aber was wir haben schon einige Dinge daraus gelernt. Also was sicherlich ganz wichtig ist, wir haben bei uns grünes Licht bekommen, dass wir das überhaupt machen. Das ist auch nicht selbstverständlich in Unternehmen. Aber was wichtig ist, dass man sich selber stark damit involviert. Also wer noch nicht drinnen ist und er beschäftigt sich damit, der sollte möglichst schnell reingehen. Und so wie das der Christian gesagt hat, man muss das berufswegen dann machen. Also man muss halt dann immer schauen, was passiert dort, was geht dort ab, wie läuft das, wie wird reagiert, wie wird gepostet, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist auch relevant und wie unterscheidet man sich in den Inhalten. Das ist keine große Weisheit, aber das wird halt immer wieder bestätigt, Content ist die halbe Miete. Wir haben das immer auch gesehen, wenn das ein guter Beitrag war, dann waren die Reaktionen da auch immer ganz gut drauf und wir sind sicher, dass das, was da auf YouTube oder was wir da an Filmen und Beiträgen haben, wir noch weiter nutzen können und weiter eigentlich immer wieder auch hervorholen können und als authentische Berichte über die Altwirtschaft versenden können. Eine bittere Erkenntnis, die wir sozusagen mit PR-Agenturen haben mussten, also wir haben hier eine Agentur engagiert, wo wir der Meinung waren, die haben das drauf praktisch, also die haben das schon drauf mit PR natürlich, aber sozusagen man muss ganz klar sagen, Offline-PR und virale PR, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten und wir wissen auch noch nicht, ganz ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Alle Vorarlberger, die hier sitzen, haben selber ein Beispiel erlebt, wie das plötzlich gehen kann, also ich nenne nur von Mellau bis Geschoppernau und den Holzsturner Musik Big Band Club, die sozusagen unter die Top aus der Top 10 geschafft haben, mit so einem berühmten YouTube-Musikvideo. Aber nach welchen Gesetzmäßigkeiten das dann plötzlich funktioniert, da würden wir gerne noch mehr darüber wissen. Also das ist sicherlich etwas, wo wir noch lernen müssen und auch denken, da kann man sich auch noch verbessern. Wir wissen mehr, aber noch immer zu wenig eigentlich. Ganz ein entscheidender Punkt ist, die Technik ist schon wichtig, aber das ist schon eine tolle Sache, wenn man sieht, man braucht da nicht viel, also ein Notebook, ein iPhone oder so eine Flipmino-Kamera und man muss schon sagen, also die Musiker, die da drauf haben, die haben dann so kleine Spezialgeräte, mit denen sie auch den Sound irgendwie ziemlich gut rüberbringen, also Ton ist ein ganz entscheidender Punkt, also bewegtes Bild, da gebe ich Ihnen recht, aber Ton mussten wir feststellen, authentisch, auch Dialekt und diese Dinge irgendwie rüberzubringen, da muss der Ton ganz gut sein. Aber das hat eigentlich immer funktioniert, dann haben sie halt lauter gesprochen, irgendwie ist es auch gegangen. Aber im Grunde genommen brauchen wir da nicht viel. Also die Investitionen in diesem Bereich klappen gut und jetzt muss ich ein großes Danke irgendwie noch sagen, weil wir sind sehr blauäugig an die Sache eigentlich herangegangen. Wir haben gedacht, okay, das ist heutzutage kein Problem, Smartphones gibt es, jeder unserer Sender ist erreichbar auf seiner Alp, per Handy, also da müssen wir uns keine Sorgen machen, wir sind im A1-Netz, das ist das beste Netz Österreichs, um die Werbung da zu verbreiten und haben ein paar Wochen, wo alles schon auf Gleis war, gesagt, okay, schauen wir doch noch einmal vielleicht sicherheitshalber, ob die vielleicht bessere Modems haben oder sowas bei der Telekom. Dann haben die gesagt, was habt ihr da vor, ihr wollt da Videos runtersenden und so weiter? Also nicht mit diesem Netz, oder? Also das könnt ihr zwar telefonieren, aber keine Daten, das dauert einen halben Tag oder noch länger. Und so blieb uns nichts anderes übrig, als sozusagen den Daniel Marte auf eine Alp auf die andere zu schicken. Und er musste einfach tatsächlich ausprobieren, ist er empfangen und hat immer so kleine Videos dann runtergeschickt. Zum Glück muss ich sagen, hat das funktioniert. Die mussten zwar ab und zu über Wiesen gehen, durch Kuhfladen Slaloms machen mit ihrem Notebook, aber alle Dinge konnten ins Tal gesendet werden. Ansonsten hätten wir ein kleines Problem gehabt. Also dann hätten wir wirklich einen Shuttle-Dienst oder sonst was lösen müssen. Gut. Die virale Verbreitung ist für uns eigentlich die Herausforderung. Also wir denken, dass wir allein jetzt mit dem Content, den wir da haben, im Grunde genommen schon die Plattform für die nächste Aufgabe haben und wir das schon so sehen, dass wir da weitermachen wollen.
also nicht jetzt in dieser Art noch einmal einfach einen Blog zu veranstalten, aber wir haben da ein paar Ideen, wie wir eigentlich diese Idee, die Altwirtschaft hier authentisch zu vermitteln, in eine nächste Stufe bringen können. Da sehen Sie wieder unsere Markenbotschafterin, die Senderin, die auch eine lange Tradition hat. Und ich möchte auch wieder eigentlich mit einer Frage schließen und auch mit Musik schließen und dann eigentlich den Abend Diskussion und Austausch eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen weiß, wie klingt oder was ein Hang ist. Weiß das jemand? Sie können sagen, es ist ein Instrument, aber weiß jemand, was das für eines ist? Also wir haben es auch nicht gewusst, war auch einer der Learnings beim Alma Altblock. Und zwar der Thomas, den Sie da sehen, also unser Musiker, ist Schlagzeuger, Perkussionist, und hat eine Schüssel mitgebracht und hat sozusagen zum Abschluss auch noch einmal ein Musikstück hier zum Besten gegeben, wo ich finde, neben all dem, was so passiert ist, ist auch seine Alp immer ein bisschen ein Stück Besinnlichkeit und irgendwie auch Idylle, die finde ich hier ganz gut zum Ausdruck kommt. Dankeschön. Ich kann nur jedem empfehlen, wichtig ist, sich ein Stück irgendwie auszusuchen, wo man denkt, da kann man es machen und ausprobieren. Danke. Dann würde ich sagen, natürlich auch recht herzlichen Dank, Thomas Nussbaumer von der Privatkäserei Rupp. Falls Sie jetzt auch noch Fragen haben an ihn, dann können Sie es gleich machen oder eben auch im Anschluss ein bisschen. Sind Sie noch hier, oder? Ja, klar. Ja, wunderbar, wunderbar. Zum Beispiel, das nächste Mal auf der Alpe gäbe es ja die Möglichkeit, Feuerwehr Online macht sich einen Hotspot, wenn es mit der Leitung nicht mehr so klappt oder so. Die waren das schon. Christian Barth ist auch noch ein bisschen da. Ich würde sagen, man kann natürlich, man muss jetzt nicht gleich alles rausrufen, man kann auch persönlich Fragen stellen, zum Beispiel, was auch immer man wissen will. Wir haben hier absolute Top-Experten hier und wir haben natürlich auch gutes Essen hier. Ich habe schon den einen oder anderen Schienen gesehen. Wo ist das Buffet? Das steht da nicht da. Also nicht wundern, falls Sie das Buffet nicht gefunden haben. Das ist ein sogenanntes Flying-Buffet, also fliegendes. Die bringen das vorbei. Und wir haben Marc Springer, der ist heute Abend DJ. Der wird noch tolle Musik machen für Sie. Also es ist alles angerichtet. Fragen Sie, essen Sie was, tanzen Sie von mir aus zur Musik. Haben Sie es fein heute Abend. Ich bedanke mich fürs Kommen.